Punkte konnte. Und wer hätte das vorher schon gedacht? Anders die Wattenscheider, die große Probleme haben und die nun befürchten müssen, dass sie zwar demnächst ein wunderschönes, neu gestaltetes Lohr-Heide-Stadion ihr eigen nennen dürfen, aber keinen Platz mehr in der höchsten deutschen Fußballklasse haben. Das könnte so kommen, meine Damen und Herren. Und heute mussten Sie Ihr Heimspiel wieder mal im Bochumer Ruhrstadion austragen, das sich für Sie bisher als wenig vorteilhaft erwiesen hat. Wilfried Luchtenberg sah dieses Revierderby für die Sportschau. Südländische Begeisterung beim Duisburger Anhang, der auch heute unter den 12.000 Zuschauern in Bochum zahlreich vertreten war. Freude aber auch im Lager von Wattenscheid. Uwe Neuhaus, nach langmonatiger Verletzungspause, war er wieder mit von der Partie. Und er wurde gleich zu Beginn mit der rauen Luft des Bundesliga-Alltags konfrontiert. Nach dieser Attacke von Ferry Schmidt an Neuhaus, erste gelbe Karte an den Duisburger Schmidt. Danach zückte Schiedsrichter Alfons Berg gelb gegen Marco Schupp, nach diesem Foul an Steininger. Und wenig später erneut Aufregung, da schied nämlich Dirk Greiser mit einer Meniskusverletzung aus und wurde durch Stefan Emmerling ersetzt. Hier haben wir den Wechsel. Danach, so etwa nach einer halben Stunde, besannen sich dann beide Mannschaften aufs Fußballspiel. Der erste gefällig vorgetragene Angriff des MSV Duisburg, in Gelb also von rechts nach links, über Alfred Neuhüß. In der Mitte wartet Ferry Schmidt neben Michael Tönjes, zweite Spitze. Und rechts sehen Sie dann Toni Pustamzis. Erste Möglichkeit für Duisburg. Ansonsten hatten zunächst beide Torhüter, sowohl Udo Mai als auch Herbert Macherei, einen geruhsamen Nachmittag. Dann sah Hannes Bongartz in der 37. Minute diesen Einwurf von Moser. Und wenig später die dritte gelbe Karte. Diesmal an die Adresse von Rashid Assoussi nach diesem rüden Foul an Markus Schupp. Freistoß also für die gastgebende Mannschaft aus Wattenscheid. Hans-Werner Moser, dann Herbert Macherei, ein wenig unentschlossen und überraschend die Wattenscheider Führung durch Thorsten Fink. Macherei nicht ganz unschuldig an diesem Treffer, weil er einfach zögerte, rauszulaufen, dann wieder zurücklief. Aber auch Thorsten Fink war sträflich freigelassen und nutzte diese Chance nach 38 Minuten. Dies war gleichzeitig der Pausenstand auf 45 Minuten. Willibert Krämer brachte dann mit Struckmann und Luthi für Assoussi und Bremser zwei neue Leute. Der erste Angriff nach dem Wechsel, wieder die gastgebende Elf aus Wattenscheid. Jörg Sobich. Marco Schupp, der fackelt nicht lange. Diesmal Herbert Macherei auf der Hut. Dann wechselt auch Hannes Bongartz, bringt Sammy Sahne für Uwe Ciskale. Aber danach folgte ein einziger Sturmlauf des MSV Duisburg. Und nun bekam Udo Mai wirklich alle Hände voll zu tun. Hier sehen wir Michael Struckmann, einen der eingewechselten Spieler auf Duisburger Seite. Und dann zielstrebig und gut vorgetragene Angriffe der Duisburger. Ferry Schmidt, Sirigen Langbein, lässt auch Sobich aussteigen. Und dann dieser Kopfstoß von Luthi und Udo Mai zeigt seine Klasse. Das Ganze noch einmal. Die gelungene Vorarbeit von Ferry Schmidt, der gute Kopfstoß von Luthi und die Rettungstat von Uwe Mai. Die Elf von Willibert Krämer, leidenschaftlich jetzt, Kampf, Kraft und Kameradschaft, das kennzeichnet ja die Duisburger. Patrick Nothoff. Hier fehlten nur Zentimeter. Sie sehen Hannes Bongartz zornig, seine Mannschaft nur noch darauf bedacht, die Bälle nach vorne zu schlagen. Die Duisburger jetzt mit deutlichem Übergewicht im Mittelfeld und auch mit guten Tricks vorne. Hier zum Beispiel Michael Tönjes lässt Emmerling aussteigen. Einmal mehr Ferry Schmidt. Und wenig später dann noch einmal Aufregung, als Schmidt mit Langbein eine Rangelei beginnt. Das Ganze hier in der Zeitlupe. Immer noch knappe Führung für Wattenscheid. 12 Minuten waren noch zu spielen. Die Deckung der Duisburger jetzt ziemlich gelockert. Gielchen mit einem unkontrollierten Kopfstoß. Steininger springt da unter den Ball. Ibrahim behält die Übersicht. Sieht dann in der Mitte völlig frei Marco Schupp und der lässt sich seine Chance nicht entgehen und erhöht auf 2:0 der siebte Saisontreffer von Marco Schupp. Das war dann auch die Entscheidung in diesem Spiel und so gewinnt der Tabellenletzte am Ende
wenn auch ein wenig glücklich mit 2:0 und geht damit mit neuer Hoffnung in die Weihnachtsferien. Für den MSV blieb lediglich der Wunsch, die Punkte zu halbieren. Dies konnte man auch von oben registrieren. Tja, kommt drauf an, wer mit dem Mond im Rücken spielte. Meine Damen und Herren, so viel kann ich jetzt schon verraten. Die Wattenscheider haben die rote Laterne wieder abgegeben. Das war unser letztes aktuelles Bundesligaspiel im alten Jahr. Und ich zeige Ihnen nochmal alle Ergebnisse auf einen Blick. Hier sind sie. VfB Stuttgart, Werder Bremen 1:1, Eintracht Frankfurt, Dynamo Dresden 3:0, 1. FC Kaiserslautern.